Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim KMK-Magazin hier auf Baden TV. Alle Infos rund um Kongresse, Messen und Events der Karlsruher Messe und Kongress GmbH. Die Jubiläumsofferte, die 40. Ausgabe, ist Geschichte. Es war ein grandioser Erfolg und schon wartet die KMK mit dem nächsten Publikumshighlight in den schönen Hallen der Messe Karlsruhe auf. Denn die Messe Karlsruhe wird tierisch gut. Auf über 36.000 Quadratmeter bekommen Tierfreunde in der Karlsruher Messe einiges geboten. Wir erwarten natürlich vierbeinige Stars, das sind etwa 5000 Hunde, 300 Katzen aller Rassen und auch Mischlinge natürlich werden gezeigt. Dazu gibt es eine große Messe mit 180 Ausstellern, wo alles in Sachen Zubehör, Pflegemittel, Ernährung für den verantwortungsvollen Tierbesitzer gezeigt wird. Außerdem gibt es Ausstellungen edler Rassehunde und Katzen und die Baden-TV-Zuschauer werden ein bekanntes Gesicht entdecken. Ich freue mich besonders auf das, was eben nicht zu planen ist. Das ist ja meine Spezialität. Wenn da etwas passiert und alle lachen und ich lache, weil ich gefallen bin oder was auch immer, da freue ich mich drauf. Und was Tierfreunde besonders freuen dürfte, ausnahmsweise dürfen Bello und Co. mit in die Messehalle. Herzstück der Tierisch Gut ist die 68. internationale Rassehundeausstellung IRAS und die erste nationale Rassehundeausstellung Karlsruhe. Beide werden vom Landesverband Baden-Württemberg für Hundewesen organisiert und bei mir ist der erste Vorsitzende Ulrich Reidenbach. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Reidenbach. Ich freue mich auch. Was erwartet uns ganz konkret? Was bringen Sie mit auf die große Tierisch Gut? Ja, die Tierisch Gut ist überraschend gut auch für uns angelaufen. Wir haben eine starke Meldezahl von insgesamt 5.671 Hunden. Das ist die zweithöchste Meldezahl, die je auf einer Veranstaltung des Landesverbandes gemeldet war. Wir wussten ja im Vorfeld nicht, ob das so gut gleich angenommen wird oder ob wir ein bisschen Anlauf brauchen, aber es ist sehr gut angenommen worden. Und was erwartet den Besucher? Außer dieser großen Meldezahl. Natürlich, diese Veranstaltung ist die größte ihrer Art in der Südhälfte Deutschlands, eine der größten in Deutschland und in Europa. Das heißt also schon, da kann man sehr viel erwarten. Wir haben insgesamt die starke Meldezahl aus 251 Rassen. Also, wenn wir jetzt noch dazu rechnen, die Hunde, die im Ehrenring, im Rahmenprogramm auftreten, beim Dogdancing-Wettbewerb, dann werden so etwa 6.000 Hunde das Messegelände bevölkern an diesem Wochenende. Herr Reidenbach, was ich ganz spannend finde, Sie haben es angesprochen, Dogdancing, Rahmenprogramm, Ehrenring. Was kann ich mir als jemand, der vielleicht neu zu dem Thema kommt, darunter vorstellen? Ja, im Ehrenring läuft das Rahmenprogramm bis 15 Uhr. Das heißt, dort werden Hunde aus allen Bereichen in unserer Gesellschaft, Rettungshunde, Hütehunde, Jagdhunde, Blindenführhunde, Schimmelspürhund etc. zeigen, was sie gelernt haben, was sie können, welche wichtigen Glieder sie in unserer Gesellschaft eigentlich sind. Mhm. Dann gibt es natürlich einen sehr großen Bereich Spaß und Spiel mit dem Hund, Dog, Frisbee und so weiter. Und das Dog Dancing, das ist ein bisschen von allem etwas. Es dient in erster Linie dazu, die Hunde zu beschäftigen. Hunde, die ursprünglich mal Hütehunde waren oder einen sehr hohen Bewegungsdrang haben, werden mit diesem Wettbewerb im Spaß ausgelastet. Mhm. Also ich denke auch ein tolles Rahmenprogramm für Familien, um sich das anzuschauen. Aber Rassehund, das ist unser Stichwort. Was zeichnet ein Rassehund aus und was tun Sie als Landesverband ganz konkret? Ja, zunächst einmal, warum Rassehund? Bei einem Rassehund kann ich schon im Vorfeld sagen, was bringt er für Eigenschaften mit. Hunde, die zum Teil seit Jahrhunderten für bestimmte Dinge gezüchtet wurden, denn da kann ich schon abschätzen, was bekomme ich für einen Hund? Ist er bewegungsfreudig? Ist er eher familienbezogen? Und so weiter. Das ist der Grund, weshalb ich einen Rassehunde, weshalb in der Regel der Mensch einen Rassehund kauft. Was natürlich nicht heißt, dass wir Mischlinge schlecht finden. Das ist gar nicht der Fall. Aber beim Rassehund, den kann ich aber sehr gut einschätzen. Da weiß ich schon im Vorfeld,
was für ein Tier ich in etwa bekommen werde, ob es zu mir passt, ob es zu meiner Familie passt und so weiter. Das sind alles Dinge, möchte ich ja schon vorher wissen, damit ich nicht in was hineinstolpere, mit dem ich hinterher nicht fertig werde. Der Landesverband, was macht er ganz konkret? Der Landesverband ist die regionale Untergliederung des Verbandes für das deutsche Hundewesen. Wir sind eben im Bundesland Baden-Württemberg tätig. Das heißt, der gesamte VDH versteht sich als Interessenvertreter aller Hundehalter und Hundevereine. Wir sind der einzige Verband, der eigentlich auch von der Politik anerkannt wird und sind dementsprechend ein Ansprechpartner für Politik, Presse etc. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Ich habe selbst 3 Kinder und sage mir, Papa, ich will einen Hund. Was würden Sie sagen, wenn ich sagen würde, ich schenke einen Hund zu Weihnachten? Das würde ich für ganz schlecht halten, wenn Sie nicht schon im Vorfeld sehr viele Überlegungen in diese Richtung angestellt haben. Ein spontaner Kauf ist für ein Tier immer ein schlechter Kauf. Ganz klar, denn es sind viele Dinge im Vorfeld zu berücksichtigen. Ich muss mir überlegen, muss meine Lebensumstände genau analysieren, kann ich mir das leisten? Passt ein Hund zu mir? Ich muss wirklich objektiv abschätzen, ob ich dem Tier nachher gerecht werde. Wo wohne ich? Haus, Wohnung, Stadt, Land? Bin ich sportlich, träge? Ist mein Auto groß genug für so einen großen Hund? Was passiert mit dem Hund, wenn ich in Urlaub fahre? Und ist die ganze Familie mit einverstanden? Auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also nicht als Geschenk für ein Kind, während der Rest der Familie sagt, um Gottes Willen, das machst du aber gefälligst alleine. Also das sind alles Dinge, die müssen im Vorfeld schon überlegt werden. Und dann kann ich mich an einen Züchter wenden. Und der Züchter wird mir dann, wenn er ein seriöser Züchter ist, auch sagen, wenn es nicht passt, ich werde Ihnen keinen Hund verkaufen. Und genau diese Züchter, diese Tipps, diese Informationen gibt es auf der Tierisch Gut. Schön, dass Sie bei uns waren, Herr Reidenbach. Wir freuen uns auf die Messe. 10. und 11. November in Karlsruhe. Herzlich willkommen auf dem Messegelände. Vielen Dank. Danke, Herr Reidenbach. Wir machen einen ganz großen Sprung, nämlich von der Tierisch Gut zu tierisch guten Klängen. Denn Karlsruhe ist Schauplatz einer großen Weltmeisterschaft. Am 24. November gibt es 3 Tanzsport-Highlights an einem Tag. 9 Stunden Spitzentanzsport mit heißem Rock'n'Roll und zwingendem Boogie-Woogie. Auf der Offerta wurde nicht nur eingekauft, sondern auch das Tanzbein geschwungen. Und zwar von den Tänzern des Karlsruher Rock'n'Roll-Clubs Golden 50s, die das Publikum mit beeindruckenden Tanzanlagen und mitreißender Musik unterhielten. Noch mehr davon gibt es am 24. November auf der Rock'n'Roll-WM in der Europahalle in Karlsruhe zu sehen. Ja, wir haben 3 Turniere, 3 hochrangige Turniere in einem an diesem Tag. Wir haben zum einen die Weltmeisterschaft der Juniorenformationen im Rock'n'Roll und 2 Klassen im Boogie, Einzelpaare tanzen. Einmal die sogenannte Hauptklasse und die Senior-Class, die Oldies, wie man es auch sagen könnte. In der Vorrunde, die um 13.30 Uhr beginnt, müssen sich alle Paare beweisen. In der Endrunde um 19 Uhr kämpfen die Finalisten dann um die begehrten Titel. In allen 3 Klassen können die Besucher ein spannendes Turnier erwarten. Viel Spaß, sehr viel Spannung, sehr viel Sport. Vor allen Dingen Sport, hochrangigen Sport. Wir haben aktuell auch am Start unser Spitzenpaar im Boogie Woogie. Silvia Gauss und Karl-Heinz Stahl, die aktuell jetzt wahrscheinlich dann aufs Treppchen tanzen können. Und so viel Spaß und gute Laune steckt den ein oder anderen vielleicht an. Im Karlsruher Rock'n'Roll Club finden Interessierte den passenden Kurs. Ja, wir bieten Mitgliedschaften an zum einen, zum anderen bieten wir auch Kurse an. Das heißt im Rock'n'Roll und im Boogie Woogie. Der Rock'n'Roll Kurs findet dann immer Mittwoch statt von 17.30 Uhr für Jugendliche, 19 Uhr für Erwachsene in der Europahalle und donnerstags ab dem 29.11. starten wir wieder ein Boogie-Anfängertraining. Bei der Rock'n'Roll WM können Sie sich aber erst einmal zurücklehnen, das Programm genießen und zusehen, wie es die Profis machen. Um 13 Uhr öffnen sich am 24. November in der Europahalle die Pforten. Tickets gibt es bei der Touristeninformation Karlsruhe sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das war's für heute beim KMK-Magazin hier auf Baden-TV. Es war tierisch gut. Es gab Boogie Woogie und Rock'n'Roll. Und wenn Sie weitere Infos oder Karten im Vorverkauf möchten, dann einfach auf messe-karlsruhe.de. Schön, dass Sie dabei waren.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.